Zack, Zack, Zack. Was soll ich nur mit dir machen? Aber Boss, ich gewinne niemals einen Literaturpreis bei diesem Revolverblatt. Ich will keine dummen Stories erfinden. Dann erfinde intelligentere Stories. Schau, mach noch diesen einen Bericht und dann kannst du den Roman schreiben. Hier ist dein Ticket nach Seattle. Ich will mehr über das zweiköpfige Eichhörnchen, das Camper angreift. Naja, na gut. Und wenn du schon mal da bist. Das erste UFO wurde vor 50 Jahren am Mount Rainier gesehen. Mach was draus. Boulevardreporter erwürgt Chef wegen dummem Reportagenauftrag. Was hast du gesagt? Nichts, Boss. Spät in dieser Nacht liegt Zack im Bett. Alleine. Wie immer. Hey, das bin ja ich. Reporter verdoppelt sich im Schlaf. Wow, was für ein Traum. Ich sollte eine Zeichnung von der Karte machen, die ich gesehen habe. Du meinst die Karte, wo Atlantis in der Mitte war? Ja, vielleicht. Wäre eine gute Story. Und damit willkommen bei Zack McCracken. Ich habe mir gedacht, ich grab diese alte Perle nochmal aus. Es ist eines der ersten wirklich großen Adventures gewesen. Ich habe es damals mit meinem Dad gespielt und wir haben sehr lange dafür gebraucht. Zumal es damals noch nicht wirklich ein vorhandenes Internet gab und keine Komplettlösung und all sowas. Das war schon ziemlich happig. Ich guck mal, wie gut das jetzt mit uns zusammen so klappt. Also mit euch als Zuschauer und mir als Typen, der einfach alles mitnimmt und alles mit allem kombiniert. Aber ich hoffe mal das Beste. So, wir haben in dem Intro gesehen, dass wir ein Reporter sind, dass wir einen Auftrag haben, nach Seattle zu fliegen. Und dafür haben wir ein Ticket im Inventar hier unten. Was ist Ticket? Klick. Das klappt so nicht. Okay. Lies. Ticket. Klick. Abflugort San Francisco CA, Zielflughafen Seattle WA. Preis $260, kann umgetauscht werden. Aha, okay. Ich weiß, das war ein Faktor, weswegen wir mehrfach neu starten mussten. Wir hatten irgendwann kein Geld mehr. Und dann ist das Spiel halt quasi vorbei, weil man kein Geld mehr hat, um hin und her zu fliegen. Das heißt, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Aber jetzt erstmal benutze Wanduhr. So klappt das nicht. Schalt aus Wanduhr. Ach Gott.
Also ja, uralt Bit-Sounds in allen Ehren, aber das TikTok war schon ein bisschen nervig. Jetzt nehme ich bitte Sushi im Glas. Es ist sehr skurril, seinen Fisch Sushi zu nennen. Zieh an, nimm ab. Gab es nicht einen Schau an? Gib, nimm, benutze, schließe, schalt ein. Lies. Lies Sushi im Glas? Das ist nichts zu lesen. Was ist Sushi im Glas? Das klappt so nicht. Öffne Sushi im Glas? Nein. Wir öffnen mal einfach die Schublade, nimm da alles mit. Öffne Schublade. Da ist was drin. Nimm. Was ist das da? Telefon. Telefonrechnung. Lies. Telefonrechnung? Viel zu viele Dollar. Ich sollte lieber das bald zahlen. Ist da noch irgendwas drin? Was ist Schublade? Nein, was ist Schublade? Ich habe das Gefühl, ich übersehe irgendwas. Also ich war mir ziemlich sicher, dass man in Schubladen reingucken konnte. Was haben wir unten? Öffne Bett? Nein. Öffne untere Schublade. Macht er nicht. Okay, schließe obere. Öffne. Oh, nicht Bett. Okay, es hat nur eine obere Schublade. Dann öffnen wir mal das Bett. Vielleicht ist hier irgendwas unter der Bettdecke. Nö, scheint nicht aufzugehen. Drück Bett. Kann ich nicht bewegen. Okay. Da unten ist was. Nimm. Plastikkarte. Nein, nicht Bett. Plastikkarte. Oh nein, jetzt liegt sie unter dem Tisch. Zieh. Plastikkarte? Ich kann das nicht bewegen. Drück Tisch. Kann den Tisch nicht aktivieren. Drück. Plastikkarte kann ich bewegen. Benutze Telefonrechnung mit Plastikkarte. Ha, kommt mal rausziehen. Super, das ist meine Cashcard, also eine Kreditkarte. Kann ich irgendwie von hier aus gucken, wie viel drauf ist? Lease Cashcard. Zachary McCracken, Kontostand 12.250 Dollar. Das klingt viel, vor allem wenn man bedenkt, dass das Spiel 88 rauskam, als ich 6 war. Da war ein Dollar noch ein bisschen mehr wert. Und daran erinnere ich mich noch. Man konnte hier ein Stück Tapete abreißen, das war wichtig. Nimm ab. Tapetenfetzen? Das klappt so nicht. Okay. Zieh. Tapetenfetzen. Ah, Vandalismus. Hoppla. Hoppla. Und wir haben da unten jetzt so einen kleinen Cursor, dass wir nach unten scrollen können. Weil unser Inventar wird später noch recht groß. Und da ist noch irgendwas. Nimm. Tröte. Benutze. Tröte. Pop goes the weasel. Sehr schön. Zieh. Das da? Macht das was? Ja. Drück. Hollo. Kann nicht bewegen. Zieh. Hollo. Ah, okay, danke. Wir haben noch eine Lampe zum Drücken. Wir haben noch einen Anrufbeantworter. Benutze. Anrufbeantworter? Er ist an. Also er ist grün. Ich wollte aber eigentlich gucken, ob da irgendwelche Nachrichten drauf sind. Benutze Telefon. Au. Au. Ich habe keine Telefonnummer. Raus. Nein. Benutze Hörer mit Telefon. Nein, Anrufbeantworter. Oh Gott, verdammt mich. Wie konnte man sowas damals nur aushalten, langfristig mit den Sounds? Zieh. Hier war noch was. Teppichecke. Und ich weiß nicht, wie man darauf normalerweise kommen soll. Also damals hat man sehr viel ausprobiert und so sind wir auch darauf gekommen. Aber erst recht spät. Öffne lose Bretter.
So lose sind sie nun auch wieder nicht. Ich brauche Werkzeug. Okay, das merken wir uns für später. Wir brauchen Werkzeug, um in unserem Schlafzimmer Bretter aufzubrechen. Warum auch immer. Aber sie waren da. Öffne Tür. Und es gibt in diesem Spiel recht wenig Hinweise, wann man wo was mitnehmen soll. Deswegen nimmt man einfach immer alles mit. So, gucken wir mal hier hin. Hier haben wir einen sehr abgefahrenen Fernseher. Benutze Infrarotsensor. Das klappt so nicht. Das Ding hat keinen Strom, hm? Währenddessen in einem Geheimzimmer. Aham. Ich habe gerade mit diesem King geredet. Er sagte, die Maschine arbeitet perfekt. Jo, arbeitet perfekt. Er sagte, in ein paar Tagen wären alle Erdlinge viel dümmer als wir. Jo, viel dümmer als wir. Ich glaube, du bist zu lange an der Maschine rumgegangen. Jo, zu lange rumgegangen. Ich brauche sofort einen neuen Partner. Jo, neuen Partner. Bis bald. Das waren gerade Außerirdische. Aber davon weiß unser lieber Zack noch gar nichts. Ich nehme erstmal ein Sitzkissen mit. Zack. Ich wollte es eigentlich mitnehmen, Zack. Und er sagt, gute Idee, hier sieht's wieder aus. Kann ich dich trotzdem wieder nehmen? Nimm ein Sitzkissen. Okay. Oh, passt, wieso? Benutze Sitzkissen. Klappt so nicht. Okay, öffne Sitzkissen. Und nimm das, was da drunter liegt, bevor das Ding wieder runterklappt. Nimm Fernbedienung. Aha. So, jetzt benutzen wir den Stecker. Damit das Ding wieder Strom hat. Klick. Und dann benutzen wir die Fernbedienung. Nicht nehmen. Benutze Fernbedienung. Einfach so. Aha, Nachrichten. Guten Morgen, San Francisco. Hier ist Lori Amore. Wir fahren fort mit der heutigen Top-Story über die Mars-Mission der Mädchen. Und währenddessen gucke ich mich weiter um. Nach dieser wichtigen Nachricht. Hallo, ich bin Andy Laris von der Archäologischen Gesellschaft. Das ist die Frau aus deinem Traum, hm? Irgendwie sieht sie so bekannt aus. Wo habe ich sie nur gesehen? In deinem Traum? Eben gerade. Unsere Suche nach den Rätseln der Vergangenheit bringt eine bessere Zukunft. Aber wir brauchen Ihre Hilfe. Bitte geben Sie Artefakte in unserem Büro ab. Stift und Papier, wo? Ich verspreche, dass nichts beschädigt wird. Vielen Dank für Ihre Mühe. Also erstmal schreibe ich mir auf, Bretter im Schlafzimmer. Bretter im Schlafzimmer. Nun zu Mars und einem der Mädchen, das diese gefährliche Reise unternommen hat. Also es spielt wohl in der Zukunft. Also nicht nur für die, sondern auch für uns. Hallo. Sie sieht abgefahren aus. Melissa, warum sind Sie und Ihre Freundin Leslie zum Mars geflogen? Was? Zwei Freundinnen fliegen einfach so zum Mars? Okay. Im Traum zeigte uns ein Außerirdischer, wie man aus einem Bus ein UFO baut. Ist das da ein Wasserhahn? Ja. Wir sollten damit zum Mars fliegen und weitere Anweisungen abwarten. Okay. Also sind wir hier. Also. Und haben Sie Ihre Anweisung erhalten? Nein. Bis jetzt haben wir kein intelligentes Leben gesehen. Na, schade. Aber wir werden warten. Ausrufezeichen. Hoppla, ich sehe gerade, dass mein Sauerstoff beinahe alle ist. Ich muss gehen. Warum hast du die Aufnahme nicht einfach im Raumschiff gemacht? Das ist komisch. Okay, Melissa, vielen Dank und viel Glück.
Ja, Glück werden Sie brauchen, wenn Sie mit einem Omnibus oder was zum Mars fliegen. Wir fahren fort mit der heutigen Top-Story über die Dummheitsepidemie. Das war die Cutscene wohl eben gerade. Nach dieser Werbeunterbrechung, hm? Nach dieser, sie ist auch schon verdummt. Nach der Story über die Dummheitsepidemie. Ich frage mich, ob der Fernseher jetzt durchgehend weiterläuft. Wenn Sie sich in letzter Zeit sehr dumm gefühlt haben, sind Sie nicht allein. Müssen uns ein bisschen anders hinstellen. So, Fragezeichen. Wissenschaftler stehen vor dem seltsamen Summen, das dümmer macht, hilflos da. Ist nicht seltsam, es ist nervtötend. Das 60-Hertz-Summen kommt aus jeder Telefonleitung des ganzen Landes. Oh, wir haben den Hörer abgenommen, hm? Ein Sprecher der Telefongesellschaft weigerte sich, einen Kommentar zu geben. Das ist ganz schön dreist. Schickt die Armee aus. Wir fahren fort mit der heutigen Top-Story über die Dummheitsepidemie. Okay, sie ist in der Schleife gefangen, wir können weitermachen.